Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir fahren heute zu deinlenkrad.de. Ich habe mir nämlich vor zweieinhalb Wochen ungefähr ein Lenkrad bestellt und das ist heute angekommen. Und ich habe den Besitzer gefragt, ob ich da vielleicht sogar bei filmen darf, wenn wir das Ganze einbauen, weil ich euch das schon gerne zeigen wollen würde, weil es halt einfach mit zu dem Umbau vom GTR dazugehört. Lasst euch nicht irritieren, wir stehen ja gerade noch in der Halle. Ich muss mich gleich erstmal ein bisschen sauer machen, weil auch die Halle ist in den letzten Zügen. Wir haben einfach viel mehr gemacht, als gemacht werden musste, sind aber noch ewig lange nicht fertig. Und das Hallenvideo, was ihr jetzt demnächst bekommt, da werdet ihr auch sehen, dass die Halle halt auch dann immer noch nicht ganz fertig sein wird, weil man fängt bei A an, hört irgendwo auf und fängt dann wieder bei A an, weil man dachte, ach, das kann man ja auch noch mitmachen. Dazu aber in dem Hallenvideo mehr. Wir fahren jetzt erstmal zu deinlenkrad. So, hier wird schon fleißig gebaut. Guten Tag. Guten Tag. Ich bekomme heute ein neues Lenkrad, wie ja eben schon angekündigt. Zeigen wir das schon? Nein, zeigen wir noch nicht. Nein, noch nicht. Du baust jetzt gerade erstmal das Lenkrad aus. Genau, wir gucken mal, ob die Markierung hier tatsächlich werkseitig noch gerade sitzt. Ja, es ist egal, wie das Lenkrad steht, also nicht wundern. Das ist tatsächlich die Narbe und das Lenkrad hier markiert. Von daher werde ich es genauso auch wieder aufsetzen. So, jetzt können wir tatsächlich alles einmal umwerfen. Sprich, umbauen auf das neue Lenkrad. Und dann müssen wir es auch zeigen. Ja. Aber es sieht wirklich, wirklich cool aus. Also ich bin echt begeistert. Auch hier, guck mal zum Beispiel die Nähte. Ich war erst am Überlegen, dass ich ja orangene Nähte haben wollte. Ne? Und dann hast du gesagt, nee, guck mal, dein Innenraum ist so grau-schwarz gehalten. Lass das mal lieber so. Genau. Und musste ich ja auch einfügen, ne? Also das hätte wirklich fremd gestanden, sage ich mal. Also hier ein Akzent bei der 12 Uhr Markierung ist wirklich absolut in Ordnung. Bremssättel und ein paar Details, kriegst ja noch ein Orange hast du ja drin, ne? Mhm. Aber weil die Sitze eben grau-schwarz belastet sind, innen drin Armaturenbrett, Tacho und so, Kombi-Instrument, das ist schon die bessere Wahl gewesen. Also ich bin froh, dass ich dich da umgestimmt habe. Ja, also ich bin auch froh. Das ist schon, also die Nähte sehen echt brutal geil aus. Das sieht man auch gleich im verbauten Zustand um einiges besser. Auf dem Tisch ist eine Sache ohne Anbauteil, aber wenn jetzt wirklich alles rüberwandert, später der Airbag sitzt, ist das eine schnieke Nummer. Mhm. Und dann haben wir, hier steht zum Beispiel eins, hier ist so ein Zusatzdisplay. Das kommt, glaube ich, ursprünglich von BMW, ne? Haben damit mal angefangen. Genau, haben sie damit angefangen, das stimmt. Das ist jetzt in der neueren Variante sozusagen, ne? In der einfacheren einfacheren Montageart auch, weil bei BMW muss man wirklich überall die Kabel ziehen, anschließen etc. Ne? Das ist eben hier nicht der Fall. Ne? Das ist, geht alles über OBD, wird eben mitgeliefert, ein Stecker. Und man hat praktisch gar keine Kabellage und nichts. Man muss das Display einfach nur bespeisen mit Strom. Im Lenkrad passiert das und dann passt das auch schon. Ne? Das geht easy. Ja, ich habe mich dagegen entschieden, weil ich diese Werte, die das Lenkrad anzeigt, die habe ich ja bei mir in meinem Vektordatendisplay. Von daher brauchte ich diese das Zusatzdisplay im Lenkrad halt nicht. Was machst du jetzt? Du ganz normal die Knöpfe raus, ne? Ich hole erstmal jetzt die Spange raus. Ich muss mal ein bisschen gucken. Die sitzt manchmal sehr, sehr fest. Da gibt es auch so spezielle Keile für, die ich gerade hier in der Hand habe. Aber ist schon ein bisschen friemelig, muss man sagen. Mhm. Ja, ich persönlich wüsste gar nicht, wie man das überhaupt auseinanderbaut. Ja, man kann das schon auch so anfangen von vorne zu hebeln und so, aber dieses Chrom hier platzt gerne mal auf, deswegen gehe ich gerne von hinten ran, ne? Ohne dass ich hier irgendwie hebeln muss und so. Und dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dafür ist diese Spangen für die VW-Fahrer unter uns, diese Spangen gibt es natürlich auch in schwarz. Ja. Ich wollte jetzt aber einmal gucken, wie das komplett aussieht, wenn die Spange auch silber ist, damit ich noch ein bisschen mehr Silber-Grau-Anteil halt im Auto habe. Und sich das auch passend zu den Nähten dann fügt. Sollte das optisch nicht passen, werde ich natürlich dann auch auf eine schwarze wechseln. Ja, weil wir gerade drüber sprechen, hat man auch tatsächlich schon mal eine schwarze hier montiert. Kannst du mal gucken, wie das so aussieht. Es ist Geschmackssache. Der eine mag selber, der andere nicht. So, machen wir es. Achso, das ist hier komplett ein Teil, ja? Genau. Ja, nee, ist nicht ein Teil. Hier sind die Knöpfe tatsächlich reingeschraubt, ne? Und dieses Teil hängt hier zum Beispiel einzeln. Das Emblem ist einzeln und die Knöpfe und Airbag und so ist dann immer Einzelteil. Mhm. Das hier ist praktisch ein Neuteil im Original. Und ja, gut, das mit dem GTD passt jetzt nicht, aber vielleicht kommt da irgendwann ja mal GTR oder sowas rein. Oder nur ein R. Genau, müsste angefertigt werden, schätze ich. Ne? Ja.
Das gibt es ja so nicht, was du da Schönes baust. Ist ein sehr interessantes Auto, muss ich sagen. Also ich finde den auch selber wirklich sehr interessant. Danke, danke. Ja, viele, also streiten sich immer so die Geister bei dem Auto. Mhm. Es gibt Leute, die verstehen das, dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Mhm. Weil es halt ein Neuwagen war. Ja. Viele haben gesagt, warum hast du nicht gleich einen R gekauft? Aber für mich ist das Auto, ich habe den einfach neu bestellt und ja, meine Tochter liebt dieses Auto einfach. Ich kann ihn einfach nicht hergeben. Ja, manchmal. Und ja, die Zeit hat sich halt geändert. Ich brauchte keinen GTD mehr, wollte ein bisschen schneller fahren. Ja. Ja, manchmal hat man auch so eine Bindung an gewisse Gegenstände, Fahrzeuge und so, sodass man eher einen Umweg in Kauf nimmt, aber trotzdem bei dem Gegenstand bleiben möchte. Ja, genau. Ich kenne das selber aus meinem persönlichen Bereich, wollen wir nicht darauf eingehen, aber ich habe da volles Verständnis für wirklich. Ja. Also ich kann das nachvollziehen. Sicher Leute, die sagen dann, ja, nee, wieso, es gibt doch ein R, kauf doch einfach ein R direkt, in Original und so. Aber ich sehe das so schon ähnlich wie du, wenn man sich an etwas bindet, dann muss das sitzen. Ja, also ich bereue es bis heute auch nicht einen Tag, muss ich sagen. Ja, nee, das glaube ich dir auch. Das sieht man dem Auto auch an. Dankeschön. So. Ja, also hier hast du, das würde so ungefähr mit Silber kommen. Mhm. Und mit Schwarz, haben wir da drüben. Ist aber auch trotzdem passend. Ne? Auch hier wieder Naht, Leiste, die Abdeckung. Mhm. Und im Auto wiederholt sich das auch nochmal. Ja, ich glaube, das Orange wäre hier wirklich fremd gekommen. Ja. Wirklich. So, dann würde ich sagen, pflanzen wir das mal rein, ne? So, eine schöne Markierung hier werkseitig auch, ne? Man sieht das auch schön. Ich prüfe trotzdem nochmal nach, ob die Markierung gerade sitzt, ne? Hier in diesem Fall ist das definitiv wieder so wie vorher. Sieht schon wirklich, wirklich krass aus. Ja, ja, also was die Nähte angeht und so, wirst du mir gleich, setze ich den Airbag rein, steige ich hier mal aus und dann kannst du mal so das Gesamtbild einmal kurz abschauen und dann wirst du selber überzeugt sein können. Das Video kommt jetzt ein bisschen später online, aber nur damit ihr eine leichte Orientierung habt. Wir haben heute den 1. April. Was hältst du davon? Ich werde unten in die Videobeschreibung schreiben. Also einmal werde ich deinen Shop verlinken, weil du halt so nett bist und sagst, ich darf hier heute filmen. Und was hältst du davon, wenn wir irgendwie dem Zuschauer was Gutes tun? Sehr, sehr gerne tun wir dem Zuschauer was Gutes. Und zwar würde ich, ich habe jetzt, glaube ich, weiß ich, was du meinst, sehr gerne, wir können eine Rabattaktion starten. Mhm, cool. Die würde ich jetzt einfach mal wirklich aus dem Stegreif bis Ende Juni befristen. Mhm. Ja, also bis 30.06. 10% auf ein Carbon-Lenkrad, wenn derjenige erwähnt, dass er von dir, von René kommt. Ja, perfekt. Ja? Sehr cool. Ich denke mal, da ist den Zuschauern was Gutes mitgetan und uns allen. Und ja, wir sind ja immerhin eine Interessengemeinschaft so, und sollten uns einander helfen, finde ich. Ne? Also können wir gerne machen. Ja, gerne. Cool. Dankeschön. So quasi als Ostergeschenk, auch wenn das Video nach Ostern erst online kommt. So in etwa, ja, genau. Guckt euch das mal an. Ist das geil? Und schreibt mal in die Kommentare. Guck mal, wir haben jetzt hier die silberne Spange, weil hier ist Silber. Hier ist so Silbergrau-Anteil. In den Türen ist Silbergrau. Überall hier spiegelt sich das komplett wieder. Deswegen, also ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung, das nicht in Schwarz zu machen. Für die Leute, die jetzt neu auf dem Kanal sind, ich habe hier ein Zusatzdisplay verbaut. Vektordatendisplay heißt das. Deswegen habe ich das hier drinnen zum Beispiel jetzt nicht gewollt, weil ja noch mehr Displays brauche ich nicht. Und das zeigt halt genau das Gleiche an. So, ne? Deswegen, ich danke dir auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Mega gut geworden. Sehr gern geschehen. Sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Ja. Das Zusammenspiel ist einfach nur mega, also wirklich gelungen. Ja? Finde ich auch. Sieht cool aus. Dann danke fürs Zugucken. Wie gesagt, 10%. Den Shop verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Finde ich auf jeden Fall wirklich cool von dir. Genau. Danke also, dafür. Wenn du den Shop verlinkst, ich funke mal ganz kurz rein, wenn du den Shop tatsächlich verlinkst, wir machen da tatsächlich einen Gutscheincode draus. Ja? Ja. Den gibst du dann, teilst du dann einfach mal mit, wie der Gutscheincode ist. Und für die Leute, die über den Shop bestellen, die können den Gutscheincode direkt eingeben und dann wird das direkt dann praktisch die 10% dann abgezogen. Mhm. Perfekt. Entspannte Sache. Okay. Kriegen wir hin. Ja, dann, wie gesagt, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.